Hallöchen Internet und willkommen zurück zu Let's Play Mario & Rabbids Donkey Kong Adventure. Weiter geht's, wir stellen uns heute Mega Rabbit Kong. Los geht's! Beziehungsweise, wir greifen nicht ihn an, sondern das Megabug-Becken. Denn in dieser Anzeige steht ja, zerstöre das Becken als Aufgabenziel. Ja, wir werfen da einfach mal so ein TNT-Fass rein, ne? Würde ich jetzt einfach mal vorschlagen. Ich habe offscreen übrigens noch fix umgeskillt. Weil ich davon ausgehe, dass hier andere Fertigkeiten nützlicher sind, als die, die wir ausgerüstet hatten beim letzten Mal. Ja, okay. Also man greift die Grube an, dann passiert gar nichts. Das ist, wenn man ihn angreift. Immun. Ach so, ach, er wird geheilt. Okay. Aber die Grube verliert dadurch Kraftpunkte. Ja, das heißt, ich kann ihn auch einfach angreifen, ne? Was ist denn, wenn ich ihn und die Grube angreife? Aha, okay, das stackt. Na gut, dann würde ich sagen, wir hauen einfach so viel Schaden raus wie möglich, ne? Also ich denke mal, wir sollten nicht unten stehen bleiben durch diesen Rabbit-Kinn-Haken. Also ich werde meine Figur mal eher nach oben stellen. Ja, und Donkey Kong ist hier definitiv der Wichtigste, denn er muss diese TNT-Fässer besorgen. Ja, aber ich meine, so schwer ist der Kampf, glaube ich, nicht. Oh, euch stelle ich mal so ein bisschen auseinander. Ich weiß nicht, wie der Fernkampfangriff aussieht. Also der ist definitiv nicht so schlimm wie der Nahkampfangriff, aber naja. Ja, Schild benutzen. Brauche ich den? Ach ja. Sicher ist sicher. Hey, was macht er denn jetzt? Ach so, ach, oh, okay, okay, okay. Boah, das ist ja räudig. Okay, ist eine miese Attacke. Ja, aber am Ende des Tages besser als unten zu stehen. Also ich würde übrigens sagen, wir ignorieren die kleineren Gegner. Die sind eigentlich irrelevant. Boah, zum Glück kein Crit. Da habe ich ein bisschen Schwein gehabt. Also ich bin mir halt echt nicht sicher, ob der Kampf vorbei ist, wenn man die Grube zerstört hat, oder ob der Kampf erst vorbei ist, wenn man danach Rabbit King auch noch angegriffen hat. Beziehungsweise, wenn man ihn danach hier um 1000 Kraftpunkte verringert hat. Wenn man ihn auch noch killen muss, dann wird's hart. Wenn man nur die Grube kaputt machen muss, dann ist es... Ja, easy vielleicht nicht, aber dann ist es nicht ganz so schwer. Thank you.
stelle mich jetzt einfach wieder an die gleiche Stelle. Wenn ich nochmal runterfliege, dann kann ich die beiden Figuren ja heilen. Genau. Okay, wir schauen einfach mal, was passiert. Oh nein, jetzt bauen noch Gegner nach. Oh, bitte keine Fetten, bitte keine Verteidiger oder so. Das wäre schon übel. Oh, scheiße, Grobiane, okay. Miau, Leute, das ist unangenehm. Schmeiß ich hier einfach weg. So, fertig aus. Okay, Moment. Erstmal heilen. Dann. Und lasse ich ihn hier einschlafen, damit ich mich nicht um ihn kümmern muss. Ja, und dann weiterhin da runterballern, knallhart. Ja, okay, das könnte jetzt sogar nicht so gut gewesen sein. Mit dem Wächter. Eventuell geht der oben hoch. Dann kriege ich selber Schaden dadurch. Nee, okay. Ja, war das jetzt wirklich so gut, die zu ignorieren? Oh, jetzt spawnen noch mehr Gegner nach. Wollen die mich veräppeln oder was? Das ist ja schon echt übel hier. Okay, also er kommt auf jeden Fall nicht nach oben, ne? Genau. Also den hier kann ich ignorieren. Hintenschaden wäre jetzt gut. Oh, sehr schön. So, dann. Sollten vielleicht nicht alle hier stehen, aber ich sollte mich auch nicht nach unten stellen. Nutz mal den Schild mit Rabbit Peach. Wann kann ich mich denn wieder heilen? Zwei Züge. Ja, ich meine, wenn ich noch ein so ein TNT-Fass da reinkriege, dann war es das ja eventuell schon. Wenn ich jetzt danach Mega Rabbit Kong noch töten muss, dann schaffen wir das hier nicht, glaube ich. Okay, Cranky wird gar nicht angegriffen. Boah, Donkey Kong kassiert jetzt natürlich unten. Warum musste jetzt unbedingt Donkey Kong runterfliegen eigentlich? Den hätte ich jetzt oben gebraucht.
Na, wirst du hochgeworfen? Das wäre natürlich jetzt super geil. Nein, natürlich nicht. Okay, also Donkey Kong ist auf jeden Fall am Limit. Boah, das spawnt noch mehr nach. Okay, Leute, also. Daumen drücken. Wenn wir jetzt gewonnen haben, dann alles gut. Wenn wir jetzt nicht gewonnen haben, dann muss ich den Kampf nochmal resetten. Weil ich glaube, dann wird es auch nicht mehr perfekt. Oh, bitte, 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 bitte. Lass es das gewesen sein. Oh, Schwein gehabt. Schmachtsong für Rabbit Kong. Perfekt, liebe Leute. 5 von 6 Zügen haben wir gebraucht. Wir kriegen 1600 Bananen plus 600 als Bonus und eine Rune. Nein, Quatsch, 3 Stück. Neue Waffen verfügbar in der Kampfzentrale. Wir kriegen also auch noch neue Waffen. Sehr, sehr schön. Aha, aha. Seid ihr alle okay? Klasse, der Tempel ist eingestürzt und hat uns kopfüber in die darunter liegenden Höhlen gespült. Du glaubst doch nicht, dass es hier Maulwurfwesen gibt oder Tausendfüßler. Tausendfüßler machen mir Gänsehaut. Leider kann selbst das blasse Mondlicht die Finsternis hier unten kaum durchdringen. Wir sind so weit unten, ich kann uns nicht mal wegbefördern. Ich verliere mein Augenlicht, nur die Sprache bleibt mir noch. Ich weiß schon nicht mehr, wie es auf der Oberfläche aussieht. Hilfe! Rabbit Peach wird sicher schon wahnsinnig. Rabbit Peach, wo bist du? Rabbit Peach, wie kannst du hier einfach ein Mondbad nehmen? Du solltest in blinde Panik verfallen, so wie ich. Du weißt, dass du hier unten kein Netz hast, oder? Das Schlimmste für sie. Es reicht, wir müssen das in den Griff kriegen. Rabbit Kong ist noch da draußen und kontrolliert den Bananenmarkt mit eiserner Faust. Oh. Wir müssen vorsichtig einen Ausweg finden. Das ist immer noch ein Verlies und hier sind sicher überall Fallen und gruseliger Verlieskram. Hey, sehr schön. Mal wieder ein sehr, sehr interessantes Gebiet. Da vorne geht es weiter, aber hier gibt es anscheinend Schatztruhen. Oh, wir müssen wieder 4 Schatztruhen finden. Ja, ich würde sagen, erstmal ein bisschen umgucken, ne? Okay, da vorne ist eine... Ja, halt wieder irgend so ein Schieberätselkram hier. Was haben wir denn hier? Da ist eine Kiste. Da vorne ist ein Schalter. Nett. Und wir bekommen... Trockenobstplantage, ein neues Kunstwerk und eine Flamme ist angegangen. Ja, dann. Müssen ja hier irgendwo noch mehr Kisten sein, ne? Oh, was sind das denn für Käfer? Timon und Pumba würden sich darüber freuen. Schau mal hier. Oh nein, ach, ist wieder der Rückweg, ne? Boah, ich hab da aber auch ein Händchen für.
Wie oft ich schon das falsche Fass genommen habe hier im DLC. Na gut, bleibt das denn gespeichert? Ja, okay. Boah, das sieht ja mega kompliziert aus hier. Roter Schalter, blauer Schalter. Oh, wo ist denn hier noch eine Kiste? Ach, da vorne. Moment, wenn ich die Kiste hier nach links bringe, wo ist denn... Wo ist denn der grüne Schalter? Das ist gelb. Ach, da oben. Okay, also wir sollten erstmal den gelben Schalter aktivieren, denke ich. Jetzt ist die Frage, wie kommt man da hin? Da oben, links, unten, das müsste passen. Inzwischen bin ich ja wirklich ganz gut geworden in diesen Rätseln. Na, schau mal einer an, der grüne Schalter, eine weitere Kiste und ein weiterer Block unten. Wir bekommen Buanana Hanamati Tempel, ein neues Kunstwerk. Sehr schön. Gut, weiter geht's. Also, als nächstes aktivieren wir am besten mal rot und blau. Das dürfte ja nicht ganz so schwer werden. Und dann nehmen wir die Kisten mit auf die andere Seite. Ja. Auch schon durchaus knackig hier, aber nicht so schlimm wie dieses Wasserrätsel oben, was wir zuletzt gelöst haben. Das war echt hardcore. So, erstmal die Kiste hier rausholen, dann nehmen wir die mit nach links. Nach oben? Oh nein, falsche Seite. Hey, da haben wir die letzte Kiste, glaube ich. Tropenschmuggler, ein neues 3D-Modell. So, jetzt ist da vorne der Block runtergegangen, jetzt müssen wir die Kiste noch auf die andere Seite schieben und die von vorhin holen und dann haben wir's. Oh nein, jetzt habe ich mich hier zugebaut, ne?
Okay, nicht so schlimm. Nice! Und da haben wir die große Truhe. Heißt, wir bekommen wahrscheinlich wieder Fertigkeitenpunkte. Kann das sein? Jo, 2 Machtrunen. Schön, schön, schön. Okay. Ein nettes Rätsel. Wo ging's denn hier weiter? Was? Wo war denn dieser komische Pfeil? Ach, da vorne. Boah, das sieht aber auch einfach nur mega geil aus hier unten, wie schön das ist. Nur schöne Gebiete in diesem DLC. Oh, und da haben wir den nächsten Kampf. Besiege alle Gegner. Allmächtiger, hütet euch vor dem unverwundbaren Rückstoß-Idol. In seinen Augen sind wir unwürdige Eindringlinge. Es besitzt eine starke Verbindung zu seinen Jüngern. Sie sind die Quelle seiner Macht. Wenn wir seine Jünger besiegen, wird uns das Rückstoß-Idol als würdig erachten und in Ruhe lassen. Rituale haben die echt drauf. Ja, moi, klingt ja sehr, sehr interessant. Und liebe Leute, wie es hier weitergeht, das erfahren wir im nächsten Part. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und der Part hat euch gefallen. Sollte dem so sein, lasst mir gerne ein Like und ein Abo da. So oder so würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, euer Huxel. Ciao.